Ja, willkommen auf sound.de. Wir machen mal was Neues, und zwar einen Vlog. Wir versuchen es zumindest mal. Praktischerweise fangen wir im Tunnel an. Wir sind auf dem Weg zum Caravan-Salon nach Düsseldorf und schauen uns Wohnmobile an. Jetzt nicht, um eins zu kaufen, jedenfalls habe ich es nicht vor, sondern um zu schauen, welche Soundsysteme da verbaut sind, welche Radios da verbaut sind und wie das Ganze in den verschiedenen Wohnmobilen ausschaut. Darüber machen wir dann separate Videos, zeigen da die Systeme von Alpine, die Systeme von ESX, auch die Systeme von ACR, also von Zenec zum Beispiel. Die haben ganz viele spannende Radios und die zeigen wir euch in den verschiedenen Einbausituationen. Dann gehen wir auf jeden Fall noch bei dem Harald Schäfer von Caratec vorbei. Das ist ein ganz lieber Vertrieb, Händler, Hersteller von Wohnmobilzubehör, also von der Solaranlage über Alarmanlagen bis hin zu Lautsprechern, hat der das komplette Sortiment im Bereich Wohnmobil-Caravaning. Und praktischerweise kommen wir jetzt hier in den Stau und vor uns fährt auch ein Wohnmobil. Das heißt, solche Teile wie da vorne, die schauen wir uns an. Jetzt seht ihr davon nicht viel, weil da hinten dran nur eine, die Fahrräder zu sehen sind. Aber solche Teile, und links kommt jetzt auch gerade einer, so Dinger, die schauen wir uns an. Und die Systeme darin, wie gesagt, und dann nehmen wir euch mal mit auf die Reise, was so um die Messe herum alles passiert. Unabhängig jetzt von den Videos, die wir ansonsten machen. Und wenn euch das gefällt, schreibt es mal unten in die Kommentare, ob wir so Sachen weitermachen wollen, sollen. Oder ob es euch einfach überhaupt gar nicht interessiert. Ich bin mal gespannt. Und jetzt schaue ich mal, dass ich hier von dieser LKW-Spur hier runterkomme. Sonst kommen wir nämlich gar nicht mehr an, weil wir sind ein bisschen zu spät. 10 Uhr fängt die Messe an. 10.19 Uhr laut Navi kommen wir an. So. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf der Messe mit ein paar Eindrücken. Also, bis später. Ciao. Auf dem Caravan-Salon und direkt mal hier zu Pioneer gelaufen. Es gibt hier noch Kenwood als Stand und Alpine haben wir auch noch auf der Uhr und natürlich Caratec. Und für jeden Stand haben wir ein kleines Video, zumindest bei Pioneer auf jeden Fall machen wir eins und bei Caratec auf jeden Fall. Und das seht ihr dann natürlich auch bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und wir schauen uns jetzt einfach mal noch ein bisschen um und zeigen euch das eine und andere, was es hier so alles an Zubehör ist. Da hier. Also nicht die Heckklappe, sondern so ein Fahrradträger. Und natürlich an Car-Audio, Camper-Audio und Wohnmobilen alles zu sehen gibt. Also kommt einfach mal mit. Kleines Mini-Motorrad reingebaut. Ja, nicht reingebaut, sondern reingestellt. Gut gemacht.
Fenix ist übrigens auch mit am Start. Da gibt es aber, soweit ich weiß, keine neuen Geräte zu vermelden. Deswegen muss man leider aus Zeitgründen hier ein bisschen vorbeihuschen. Aber Zenik hat auf jeden Fall richtig geile Geräte am Start, nämlich das 3766. Müsste auch bald wieder in ausreichender Stückzahl lieferbar sein. Die haben jede Menge Eaton-Systeme für den Fiat Ducato. Die sind richtig, richtig gut. Da schaut auf jeden Fall auch mal bei uns schon vorbei, weil die sind, das ist schon Oberklasse auf jeden Fall. Also das Auto ist natürlich super geil, aber da oben zu schlafen, ist doch eigentlich schon mehr so Survival Training, oder? Als hier Camping. Also zumindest wenn ich hier so andere Autos sehe, dann würde ich sagen, das hier ist Survival. Übrigens wisst ihr, wer der entspannteste hier auf der ganzen Messe ist? Komm mal mit gerade. Guck mal, da eines Kastenwagen da rein von Mercedes. Der ist mal entspannt. Der kann sich machen. Der kann sich unter Ringo mal eine Scheibe von abschneiden, würde ich sagen. Der Mann, der da sitzt und so tut, als wenn er arbeiten würde, da gehen wir jetzt mal hin. Baukastensystem hier. Das Ganze alles in so kleinen Transportern. Aber ich schaue jetzt mal bei Forster. Die haben nämlich richtig coole Radios verbaut, habe ich gehört. Zumindest mein Schwiegervater hat sich einen Forster gekauft und da war ein Alpine-Radio verbaut. Leider nicht von uns, das hat er schon so mitgekauft. Aber jetzt gucken wir mal, was hier verbaut ist. Bei den Forster. Ich setze das gerade mal ab. Und jetzt schaut mal, was da Schönes drin ist. Ich bin einfach mal so frech und setze mich hier hin. Da ist, wie ihr seht, gar nichts verbaut. Und bei uns kriegt ihr dann das entsprechende Radio. So, ich habe es mir mal ein bisschen bequem gemacht hier in diesem Carthago Compact Line. 144 LE und ich weiß das nur auswendig, weil wir eben ein Video gemacht haben über dieses Radio, nämlich das neue Pioneer Z1000 und haben einfach mal ganz frech, wir haben natürlich vorher gefragt, hier das Ganze mit Apple CarPlay verbunden, das heißt, das Ganze geht wireless und wie ihr seht,
funktioniert wirklich hervorragend. Leider noch nicht im freien Markt verfügbar, das heißt bei uns noch nicht zu bekommen, aber ihr könnt natürlich eins vorreservieren. Und wenn die dann verfügbar sind, weil im Moment gehen alle verfügbaren Stückzahlen hier zu Karthago. Ich habe noch gehört zu Malibu und ich meine noch einem anderen, aber da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Jedenfalls machen wir es uns jetzt noch mal hier ein bisschen bequem. Du kannst vielleicht noch mal kurz hier einen Schwenk machen, weil so ein Auto hier, das kostet 100.000 Euro. Und da muss man schon ein bisschen erstens das nötige Kleingeld haben und dann natürlich auch nutzen. Aber ich muss sagen, die Sitze hier vorne sind schon mal auf jeden Fall sehr bequem. Gästebad zu Hause und da gibt es schon was für sein vieles Geld. Woran erkennt man, dass Fachbesuchertag ist? Nichts los? Gut, wir haben aber auch jetzt schon 5 Uhr, also muss man sagen, der Tag hat gut angefangen, ist noch viel besser weitergegangen. Wir haben, glaube ich, ein paar ganz gute Videos hingekriegt. Bei Elbern waren wir ja am Stand gewesen, haben gefilmt. Wir haben 2 Autos von Elbern uns angeschaut. Wir haben uns bei Karatec haben wir uns das Auto angeschaut. Da mussten wir leider abbrechen, weil es doch zu viel geregnet hat. Es ist einfach zu laut geworden. Wir konnten auch keine Außenaufnahmen machen. Aber wir haben uns das Soundsystem von denen angehört. Das ist wirklich gut. Also da muss ich sagen, da kann der eine oder andere, sollte da vielleicht noch mal ein bisschen nachlegen, weil das hat sich wirklich gut angehört. Und auch der Woofer war wirklich gut. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen hier durch die Hallen, sofern uns die Füße tragen. Und ja, schauen wir uns mal ein paar Wohnmobile an. Übrigens, sowas gibt es hier auch. Das heißt, das Auto fährt einfach hinten rein. Das müssen wir uns jetzt mal kurz anschauen. Was ist das hier überhaupt für ein Auto? Crossline, habe ich dann AX dann. Also, ich muss sagen, ich habe hier viel gesehen, was ich noch nie gehört habe. Und das hier gehört dazu. Und welches Radio ist das überhaupt? Pioneer Radio. Knapp 400.000 Euro kostet dieses Wohnmobil hier. Ich konnte jetzt aber nicht rausfinden, ob das Auto da auch im Preis mit drin ist. Anscheinend hier gerade eine Produktschulung. Fun Fact am Rande: Der Sound hier ist unfassbar schlecht. Also, das kratzt hier ohne Ende, übersteuert ohne Ende. Und ich kriege jetzt gezeigt, wie die Vorteile von den neuen Modellen sind, dass die ab morgen, wenn die normalen Besucher, also die Besucher, also die Privatpersonen hier rein können, dass die dann auch das Richtige erklärt bekommen. Finde ich prinzipiell eine coole Sache, vor allen Dingen, weil das auch Ganze noch abgefilmt wird. Wahrscheinlich wird es auch noch gestreamt ins Internet oder zumindest mal aufgenommen, um es das später nochmal anzuschauen. Aber das ist mal eine Produktschulung. Da ist vor allen Dingen auch jeder aufmerksam, außer die, die jetzt gerade in der Ecke losgehen. Also von daher, ja, ist auch nicht das erste Mal, dass wir das hier sehen, weil das war schon öfter mal der Fall. Also alle die jetzt ab morgen hierher kommen, ich glaube, ihr werdet ganz gut beraten. Frankia baut übrigens auch die allermeisten, finde ich jedenfalls, Dachluken ein. Schau mal darüber. Wie viele Dachluken will ich? Alle. Einfach alle. Ich habe ja eben gesagt, Pioneer ist auch noch bei einem anderen Fabrikat verbaut. Hier ist es, Pilot. Schau mal rein, da ist jetzt auch wieder so ein Z1000 drin. Also das Radio hat es mir ja echt angetan. Thank you.
reingegangen sind. Aber das heißt wieder Maske auf. Hier sind wir jetzt bei Weinsberg. Das ist auch mir ein Begriff. Die machen vom Preis-Leistungs-Verhältnis, habe ich mir sagen lassen, wirklich gute Sachen. Aber hier sind wir jetzt überwiegend bei den Wohnungen. Achim, ich glaube, das wäre was für dich. Hier, ein neuer Wohnwagen. Pioneer-Radio verbaut. Also kein Wunder, dass wir keins kriegen, weil ist ja hier alles eingebaut. Pioneer-Radio, auch schon wieder drin. Herr Schiller. Sie müssen uns auch ein paar Z1000 noch übrig lassen. Nicht nur alles hier an die ganzen Wohnmobil-Listen. Die können mit dem Sound gar nicht so viel anfangen wie unsere Kunden. Also wie ihr. Auch mit der Pioneer-Radio drin. Das Auto finde ich gut. Guck mal hier rein, was da für ein Radio drin ist. Also wer sich das Auto kauft, bitte bei uns melden. Wir haben das passende Radio für euch. Leider nur kein Z1000, weil das ist ja hier überall verbaut. Wir haben es geschafft, da drüben ist der Ausgang, dann geht es zum Auto, dann auf die Bahn und dann müssen wir noch beim Chemiker St. Viel vorbei. Abschluss eines sehr, sehr langen Tages. Wir haben jetzt geschlagene 4 Stunden gebraucht von Düsseldorf hierher nach Saulheim. Starkregen ohne Ende. Viel Stau. Wir haben einmal die Autobahn gewechselt. Das hat auch nochmal eine halbe Stunde gekostet, war am Ende aber trotzdem schneller als die ursprüngliche Strecke und jetzt sind wir ziemlich durch für den Tag heute. Ich glaube, wir haben ganz gutes Material zusammen und der Vlog kommt zuerst. Schreibt, wie gesagt, ich habe es ganz am Anfang gesagt, schreibt mal unten in die Kommentare rein, wie ihr sowas findet, ob ihr mehr von uns, von der Firma sehen wollt, mehr vom Alltag. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sind für heute, wie gesagt, durch. Andere Videos kommen von dem Tag heute. Schaut einfach rein. Ich bin für heute fertig. Ciao, ciao.